Vom 1. bis 18. August 2022 testet Mainzer Mobilität eine Straßenbahn aus der Partnerstadt Erfurt im Fahrgastbetrieb. Die derzeit längsten Straßenbahnen im Mainzer Netz vom Typ Vario Tram sind 30 Meter lang. Damit fassen sie 185 Fahrgäste. Die jetzt getestete Bahn vom Typ Stadler Tramlink aus Erfurt ist mit 42 Metern ganze 12 Meter länger. Das Fassungsvermögen erhöht sich dadurch auf insgesamt 248 Plätze. Ein großer Vorteil der Straßenbahn ist der bequeme Einstieg ohne große Lücke zum Bordstein. Das kommt auch Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen zugute, die in den Bahnen mehrere Stellplätze finden. Siebenundachtzig Fahrgäste finden der Erfurter Bahn einen Sitzplatz. Trotz ihrer Länge bietet die Bahn einen ruhigen und erschütterungsfreien Lauf, Fahrgastinformationen von mehreren Bildschirmen und große Fensterflächen. Eingesetzt wird die Bahn bis zum 18. August, Montag bis Donnerstag vormittags, auf Zusatzfahrten der Linie 59 zwischen Mainz-Zollhafen und Hochschule Mainz.